Sie können erstmals die Faschingsmalereien von 1957-58 von ehemaligen Meisterschülern der damaligen Akademie der Künste in der DDR sehen, die bisher nicht öffentlich zugänglich waren, die eine Art Legende sind und die eine große kulturpolitische Debatte ausgelöst haben. Und konkret zu sehen sind Picasso-eske Figuren. Wir stehen vor einer solchen von Harald Metzges und Manfred Mötscher, die damals Meisterschüler waren. Oder auch Strichmännchen, die dem Bild des sozialistischen Realismus, den man vielleicht hat, nicht entsprechen und die man als Peng vor Peng bezeichnen kann. Die Bilder stehen nicht total alleine, obwohl sich auch in den Faschingsmalereien hier etwas austoben konnte, was vielleicht hätte so in den offiziellen Ausstellungen nicht gezeigt werden können. Aber es gab 1961 eine Ausstellung, wo übrigens auch Peng das erste Mal zu sehen war, wo Bilder dieser Künstler, die hier vertreten sind, zu einem großen Kesseltreiben und zu einem großen kulturpolitischen Debatte geführt haben. Sie wurden als abseitig, als Konservenkunst kritisiert und auch attackiert, weil sie dem Bild des sozialistischen Realismus nicht entsprachen. Und das ist das Besondere, dass man hier die Sachen sehen kann, die parallel zu diesen Bildern, die in der Ausstellung dann zu sehen waren, erleben kann. Also ich glaube, zum einen ist es wirklich auch ein vielleicht lustvoller Widerstand im Rahmen einer Faschingsfeier gegen einen geforderten Realismus, der gewünscht war. Und diese schwarzen Bilder, das wird sehr oft zu einseitig gesehen. Und wenn man die Strichmännchen sich anguckt, man sieht eine Büglerin wie bei Degas, man sieht Dinge wie bei Picasso, sie fühlten sich eingeordnet in eine allgemeine Strömung der Nachkriegszeit, die hier nochmal eine andere politische Brisanz innerhalb der DDR hatte. Also ich glaube, dass sie aus dem Grunde auch besonders interessant sind, weil sie damals innerhalb der DDR, also dass es nicht genug optimistische Menschen oder sonst irgendwas zu sehen waren, auf den Bildern kritisiert worden sind, als viel zu pessimistisch, als zu depressiv. Und dass aus dem vielleicht ähnlichen Grund unter entgegengesetzten Voraussetzungen diese Künstler nach der Wende auch wieder in Vergessenheit geraten sind, weil ihre Akte, Stillleben oder andere Dinge auch nicht in das Bild passte, was man gerne sich erhoffte. Und der Wunsch wäre schon damit verbunden, dass man diese Künstler auch wieder anders neu entdeckt, die ihre Arbeiten hier unten beim Fasching in einem ganz anderen Kontext gemacht haben.